Boah. Das heißt, wir müssen die Bäckerei kurzzeitig unterbrechen, ne? Ja, ich hoffe jetzt in den 15 Tagen halt auch Erntezeit, ne? Wir pausieren kurzzeitig die Produktion in der Bäckerei. Beziehungsweise gar nicht in der Bäckerei, sondern im... Die können wir weiterlaufen lassen. Wir müssen die Mühle pausieren. Wie muss denn die Mühle pausieren? Ja, dass die kein Zeug mehr herstellt. Ja, und dann müssen wir das Zeug einlagern. Ich hoffe, wir haben da genug dann. Weizen, das sind insgesamt 200 dann, ne? Das sollte passen eigentlich. Ach, hier ist Brot übrigens drin. Alles klar. Und hier ist auch Brot drin. Ach du Scheiße. Aber jetzt, wo wir Brot verkaufen können, könnten wir doch eigentlich noch eine Mühle bauen und noch zwei Bauernhöfe. Wäre eigentlich gar nicht mal so doof, oder? Ich fände mehr Bauernhöfe nicht verkehrt, sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Also ich rieche da ein Geschäft. Herr Schäne, ruhige Schicht gewünscht. Schöne Schicht gewünscht, aber. Eine ruhige Schicht gewünscht, ne? Und Halo OST, Dankeschön für 19 Monate. Liebe geht raus. Ein Kurier in ihrem Dorf. Oh, weitere Aufgaben, geil. Schweiball, Dankeschön für 10 Monate. It's Money Sack, Dankeschön für 6 Monate. Und Draco, Dankeschön für 4 Monate. Liebe geht raus. Lederlein, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank. Painbeard, Dankeschön für 27 Monate. Ein neuer Monat und nicht hat sich geändert. Oh. Geil. Und Exotic Warg, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Liebe. Dankeschön. So, wo ist denn hier der Dude, der uns was sagen will? Hier sind zwei Leute, aber die lassen wir weg, ne? Ja, ne, die lassen wir weg. Die lassen wir weg. Da möchte ich nicht. Aber was ich gerne hätte, wäre eine Bargette. Ne, warte. Was will der? Der König hat euer Militärfort bemerkt und möchte sicher sein, dass ihr, sein treuer Vasall, alles habt, was ihr zum Unterhalt einer Armee benötigt. Sobald eure Soldaten bewaffnet und ausgebildet sind, erwartet der König, dass sie zum Frieden im Reich beitragen. Der König wird euch Waffen... Ja, danke, aber ich brauche die nicht. Waffen erhalten, die Konsternation gewünscht mockst. Ich mock die nicht hin. Ich mock die nicht hin. Egal. Pass auf. Oh, der rennt da wieder weg. Cool. Ja, sollen wir die annehmen? Okay, kommen die mal an. Pass auf, folgender Plan. Wir bauen einen weiteren Speicher. Und zwar bauen wir den... genau hier rein. Ja. Und dann werden wir folgendes tun... Wir werden auch noch zwei weitere Bauernhöfe errichten. Zwei weitere Weizenfarmen. Und zwar... Wo sind denn die anderen hier? Zeig ich mal. Du bist hier und du bist da. Haben wir nur zwei? Ne, wir haben drei. Hier ist der andere. Okay, alles klar. Wadamoi. Das heißt, gut, hier können wir nichts machen. Aber wir können einen weiteren Weizenfarm bauen. Einen weiteren Weizenfarm. Diese gute Deutsch-Dobby. Hierhin. Dann können wir hier nämlich noch Feld hinmachen. Und vielleicht noch einen... da unten hin, der dann hier nochmal Feld hat. Ist eigentlich nice. Wir belassen es erstmal bei dem neuen, bei dem einen neuen. Wir können ja dann immer noch bauen, ne? Das ist ja kein Problem. Ja, und hier bauen wir noch den Speicher. Den machen wir komplett voll. Wir scheißen den Speicher voll mit Weizen. Wir gehen jetzt hier richtig in die Großproduktion Brot. I'm a bad boy. So nenne ich das Ganze. Ich werde das in den Bundestag vorbringen. Wir gehen in die Großproduktion Brot. Ich sehe uns da. Millionär durch Brot. Das ist unser Motto. Oh! Oh wow, das ging schnell. Lol. Alles klar. Okay, warte. Wir kaufen noch schnell Territorium. Hier. Zack.
Und damit haben wir Zugang zum Meer. Episch. Episch, episch. Kai, gute Nacht, schlaf gut. Millionär, richtig. Wir sind ein Millionär. Vollkommen korrekt. So, Bäckerei kann wieder arbeiten. Nee, die Mühle, warte. Die Mühle kann wieder arbeiten. Zack. Stellst du noch die 10 Gebrote auf? Nein, jetzt kommt das mit dem Brotwitz wieder. Jetzt geht das wieder los. Bitte nicht. Bitte nicht. Rohstoffe fehlen. Was fehlen Ihnen denn? Was kann ich für Sie tun? Weberei. Ah, das ist immer noch der Stoff, ne? Hä, warum wurde das nicht vorgelesen? Bloody, danke schon auf jeden Fall für deine 2 Euro, aber... Warte mal, ich speichere mal gerade ganz kurz. Warum wurden Ditte jetzt nicht vorgelesen? Kofi müde, Kofi schlafen, aber Kofi eigentlich gehen. Ich muss mal Cash aktualisieren. Das wird jetzt nicht nachgereicht wahrscheinlich, aber verstehe ich trotzdem nicht. Eigentlich hätte das klappen sollen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Raid. Akame, dankeschön. Ein herzliches Willkommen. Vielen, vielen Dank. Was habt ihr schon im Stream gemacht? Was gab's Nices bei euch? Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Bei was auch immer ihr getan habt. Und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Mal eine blöde Frage. Okay, nee, never mind. Never mind, ich war gerade verwirrt. Okay. Irgendwas war hier gerade komisch. Egal. Palworld, oh. Natürlich. Natürlich, Palworld. Geil. Schön. Liebe geht raus, dankeschön. Herzlich willkommen. Ja, wir haben ein bisschen gequatscht vorhin und jetzt machen wir Foundation. Nö, machen wir Foundation. Foundation. Ein absolut tolles Spiel. Ich liebe es. So, wie sieht's denn jetzt hier mit dem Bauen aus? Sag mal, haben wir nur noch einen Baumeister oder was? Ich arbeite. Okay. Haben wir noch... Brauchen wir einen zweiten Baudingens hier? Wir haben 3 Baumeister. Was machen die denn sonst die ganze Zeit? Wir haben super viele offene Projekte und keiner... Also nur Thorin läuft gerade los und stellt irgendwo Sachen hin. Ich verstehe das nicht. Was macht denn der besorgte Bürger hier unten? Ach, der besorgte Bürger hätte gerne Gottesdienst. Na dann... Nimm doch einfach dran teil, über Telegram. Alternativegottesdienste.de. Okay, eigentlich... Die wohnen teilweise zu weit weg von der Baustelle? Ernsthaft jetzt? Okay... Was ist das denn für ein Scheiß? Vielleicht hier nur eine Bauhütte einfach hinsetzen? Wäre halt eigentlich auch eine Idee, ne? Weil ich meine, wie gesagt, dann würden wir die Arbeitslosen dann irgendwann wegkriegen, ne? Bauhütten, ne? Komm, wir setzen einfach mal eine hier hin. Was kann ich bauen? Warum?
Wir haben kein Holz? Willst du mich verarschen? Warum haben wir kein Holz mehr? Oh, wir brauchen viel, viel mehr Holz, oder was? Süß. Boah, hier ist auch gar kein Holz mehr, ne? Oh, wow. Ja, gut, dann, ran an den Speck, würde ich sagen, ne? Maranda, würde ich behaupten, ne? Wo bauen die denn ab hier, die Herrschaften, die hier wohnen? Hat er für jedes Produkt ein volles Lager. Okay, Lukas, du bist sehr hart am Reinsuchten gewesen. Kann das sein? Gern geschehen, kein Problem. Habe ich gern gemacht. Entschuldigung. Geil. Oh. Ja, okay, dann... Ach, warte mal, das ganze Holz ist hier wahrscheinlich reingeflossen, ne? Oh, boy, okay, Baustelle vielleicht erstmal pausieren. Torin, ich muss dein Bauprojekt leider unterbrechen, es tut mir sehr leid. Ja, wir haben sehr viele... Wir haben sehr, sehr viel Holz dafür gebraucht. Diese Scheiße. Rohstoffe fehlen und keine Unterhaltung. Okay, das Sägewerk rastet auch wieder aus. Okay, wir müssen mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Ich überlege... Ah, die gehen jetzt hier hacken. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Problem an der ganzen Geschichte ist, wir werden das Holz... Das ist halt auch sehr weit weg. Ich überlege halt gerade, ob es sinnvoll wäre, hier noch eine zweite Holzdingens hinzusetzen. Jetzt kommt wieder mein Lieblingssatz. Wir haben ja genug Arbeitslose. Aber da sind Schafe. Ne, warte mal. Hier ist doch schon noch so ein Holzding. Okay, ne, warte mal. Never mind. Brauchen wir nicht. Okay, dann müssen wir einfach mal ein bisschen warten, bis sie ein bisschen Holz rangeholt haben. Das passt schon. Okay, wir haben aber auch zwei Sägewerke, die aktiv sind, ne? Wir schalten mal eins auf Stopp. Wir schalten nur eins auf Stopp. Das ist eigentlich eine geile Idee, ne? Warte mal. Ich glaube, der ist nicht nach jemandem hier aus dem Chat benannt, ne? Knüppel Inge, danke schön für 17 Monate. Vielen, vielen Dank, Knüppel Inge. Ganz, ganz großes Dankeschön. Ich bedanke mich vielmals. Liebe geht raus. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und auch an Stormy Eve, 1987. Dankeschön, Stormy Eve, für 51 Monate. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Dankeschön. Wünsche dir und vor allem dem Chat einen schönen Abend. Liebe wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und an Sargau, danke schon auch an dich für 15 Monate. Grüße gehen raus. Grüße gehen zurück. Liebe. So, guck mal, hier wird geil angebaut. Hier ist, ja, hier ist leider erstmal auf Pause gesetzt. Das Ding hier würde ich gerne mal priorisieren, glaube ich. Kann man das priorisieren? Ach, komm, jetzt können wir es bauen. Guck mal. Konnte man das nicht irgendwo priorisieren? Geht hier leider nicht mehr, ne? Ich habe ja mal drei reingepackt, einfach direkt. Ach, das ist direkt fertig. Ach so, das muss gar nicht gebaut werden. Ja, geil. Kuro, dankeschön, Kuro. Wo sind wir denn hier? Da. Kuro, Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine 10 Gifted-Subs. Kuro, ich danke dir vielmals. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ah, guck mal, schon wird hier gebaut. Geil. Gebäude, die gebaut werden. Bauende Gebäude. Bauende Gebäude, die gebaut werden.
So. Der Speicher jetzt vielleicht. Der Speicher jetzt vielleicht ein bisschen sinnlos. Vielleicht hätten wir den gar nicht gebraucht. I don't know. Schon mitbekommen, dass es in Kooperation mit Lego ein Subnautica-Set erscheinen soll. Ja, echt? Okay, das ist cool, glaube ich. Ernsthaft jetzt? Hä, das ist voll geil. Feier das? Das ist cool. Oder nein. Warte. Scheiße, hier ist der. Warte mal, hier sind die Steindinger. Ich glaube nicht, dass hier jemand wohnen möchte. Stattdessen könnten wir aber hier oben noch ein bisschen erweitern. Guck mal, die können ihre Häuser hier oben ruhig noch hinbauen. Wenn die das denn möchten. Und auch hier dürfen sie noch gerne bauen. Außer hier mitten auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob die das machen. Keine Ahnung, ob die automatisch auf dem Weg bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie schlau die sind, keine Ahnung. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn man denen ins Gesicht guckt, würde ich jetzt mal davon ausgehen, geht so. Aber ja, ne? Du wisst ja, wie das ist. So, geil, der Speicher ist fertig. Hier in diesen Speicher kommt nur und ausschließlich. Von mir aus einmal Mehl, aber ansonsten nur Weizen. Warte mal, wo sind wir? Hier Weizen. Weizen, Weizen. Geil. Seemote 260 Teile mit Aufkleber 300 UVP. Geil. Oh, das kaufe ich mir sofort. Ist im Moment noch bei Lego Ideas, aber sieht so aus, als würde es genug gewotet werden. Oh, echt? Warte mal. Da möchte ich mal reingucken bei Lego Ideas. Lego Ideas Subnautica. The Aurora. Aurora. Boah, was? Oh ja, das sieht schon cool aus, ne? Ich meine, ich persönlich muss sagen, ja, das sieht schon geil aus. Ich hätte mir eher jetzt, muss ich sagen, ich meine, die Aurora sieht geil aus, aber ich persönlich hätte mir irgendwie eher den Zyklopen gewünscht, glaube ich. Boah, ich habe den Zyklopen so geliebt, ne? Das ist voll geil. Ich habe das Teil war so geil. Ey, dankeschön für den ganzen Support und dankeschön für die ganzen Subs, ne? Ihr seid verrückt. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Dankeschön an Daniel1988A für 34 Monate. Dankeschön an Bobby Lee Jones für 2 Gifted-Subs. An Mr. Kipman für 83 Monate. Was denn bei dir? Was denn bei dir? Liebe geht raus. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Bloody, Dankeschön für deine 100 Bits. Guck mich nicht vom Original Design über. Hat man ja beim Orient Express gesehen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, guck mal, hier läuft langsam. Hier wird auch die zweite Weizenfarm gerade gebaut. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Und wenn das hier so läuft wie nach Plan, haben wir hier gleich noch eine zweite Weizenfarm stehen. So, erstmal die Arbeitslosen da reinpacken. Haben wir gleich eine 5. Weizenfarm stehen. Und dann haben wir hier richtig fett, sind wir hier richtig fett am Reinweizen. Dann machen wir uns eine 2. Windmühle und dann geht's hier richtig ab. Sag dir das. Dann geht's hier richtig steil. Ah, das sag ich dir. Kannst du mal hingucken. Dann geht das hier richtig ab. Ich weiß ja nicht, wie groß man die zeichnen kann, ne? Keine Ahnung. 5 für einen Kaffee von Pfundgackt. Jetzt fragen die Typen bei mir an der Türe schon nach Kaffee, sonst gibt's Kloppe, haben sie gesagt. Bunt gehackt, das tut mir leid. Aber gib ihnen halt mal ein Käffchen ab, ne? Kannst auch ruhig den Kaffee vom Nachmittag nehmen, der schon kalt ist. Das ist gar kein Problem. Ne? Frag doch ruhig mal, nimm ruhig den,
nehme euch den vom Nachmittag, ne? Geil. Na, warte mal. Ich muss schon mal ganz kurz was googeln. Oh, das war da oben hin. Wenn das hier unten nicht im Weg ist. So, warte. So. Okay. Ah, gehen wir wieder rein. Hier wird fleißig geweizt, nicht? Finde ich gut. Thor, was mache ich nicht? Skaff, du bist immer noch Steiner, ja? Ja. Aber du bist ja mittlerweile, du bist ja aufgestiegen. Du arbeitest ja bei der Steinmetzhütte. Nee, Quatsch, gar nicht. Das ist Space is Beautiful. Nee, doch, warte mal. Klar, Skaff, du bist aufgestiegen mit Space is Beautiful. Wir haben zwei Steinmetze, richtig. Zwei Steinmetzger haben wir. Ihr arbeitet zusammen beim Steinmetzger. So, warte mal. Der hier beim Bäcker arbeiten gemeiner, ne? Richtig. Hier haben wir noch keinen Weizen drin. Okay. Die sind, glaube ich, gerade hier noch im Aufbau. Die werden jetzt noch nichts anbauen. Das ist nice. Ist die Musik zu laut oder ist es okay? Müsst ihr mir sagen, ne, wenn es zu laut ist. Akta, danke schön, Akta. Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Ein herzliches Willkommen. Was habt ihr Tolles gemacht? Mach mal lauter bitte. Okay, warte. So, ihr müsst mir halt sagen, wenn die Musik zu laut ist, ne? Ihr müsst mir sagen, wenn die Musik zu laut ist, aber ich glaube, gerade geht, ne? Cool. Ich finde es auch immer wichtig, wenn bei Streams, wenn die Musik immer sehr dezent im Hintergrund läuft. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das macht den Content einfach noch besser. Ja, cool. Okay. Kannst du dich noch muten? Musik mit bisschen Stream, ja geil. Sehr gut. Schön. Okay. Pass auf, was wollen die? Mangel an Unterhaltung und die brauchen Gottesdienst. Gottesdienst wollen die, ne? Okay, pass auf, wir brauchen eine zweite Kirche. Da wir ein weiteres Wohngebiet in diese Richtung hier erstrecken werden, bauen wir hier einfach eine Kirche hin. Die werden automatisch dann anfangen, ihre Buden da zu bauen, glaube ich, wenn da eine Kirche steht. Wobei ich hier vielleicht sogar echt eine fette Kirche hinhaben möchte. Das ist dann quasi die Kirche auf der Torte. Kirche. Die Kirche auf der Torte. Ich möchte das eigentlich... Das ist schon kacke jetzt, ne? Doch, lass sie hier hin machen. Lass sie hier hin machen. Du kannst das Kloster da anfangen. Ich weiß noch nicht, wo ich das Kloster hinhaben möchte. Vielleicht will ich das Kloster auch da hinten hinhaben? Ich meine, hier ist eine Kirche und da ist eine. Das ist halt auch irgendwie doof, ne? Wenn das so nah beieinander ist. Auf der anderen Seite... Das ist ja nur so eine kleine Gemeinde nochmal. Dann bauen wir hier nochmal so eine kleine Kirche hin. Hier direkt an den Wegesrand. Gerne vielleicht auch hier vorne für ein Kaffee von Nova. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Spätrechts einschlafen. Oh mein Gott. Oh, der hat gerade einen Moment in mir gearbeitet. Aber als er... Boy. Oh Gott. Oh. Nova, dankeschön für deine 5 Euro und dankeschön für den kleinen Lacher zwischendurch. Oh,
Schön. Oh. Das hat einen kleinen Moment hat's gedauert, aber dann kam es. In mich geschossen. Oh boy. Sehr gut. Pommes bitte. Es kam in mich. So, warte. Was? Was denn jetzt? Nein. Ach, ist doch kacke. So. Geil. Ja. Die Kirche des heiligen Penis. So ist, glaube ich, ganz nice, ne? Überragend. Mario, bitte. Mario, bitte. Oh, so eine kleine Kirche. Hier, zwei ne? Fernkaffee von Bobbily Jones 1992. Guten Abend, Herr Volk 333. Wo kann ich heute für Sie arbeiten? Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch an dich. Dankeschön, Bobbily Jones. Liebe geht raus an dich. Schauen wir gleich mal. Ich weiß gar nicht, wo Bobbily Jones. Wo, bist du nicht hier schon drin eigentlich? Du bist doch schon hier drin. Bist du nicht? Du bist doch schon jemand. Ich guck gleich mal. Ich habe gerade nicht mehr auf dem Schirm. Dankeschön, Bobbily Jones. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Jetzt habe ich auch. Und Nova nochmal Dankeschön auch an dich, ne, für deine 5 Euro. Ich weiß gar nicht, ob ich mich gerade bedankt habe. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Jetzt habe ich auch wieder Bock auf Foundation. Ich habe so schon wenig Zeit. Mit Evil Dynasty muss ich auch noch spielen. Und FF7. Das ist alles ganz schwierig, ne? Hast du Zelda eigentlich mittlerweile durch? 8 Werkzeuge, 27 Bretter mit eng und 67 Steine. Come on. Wir gehen neu. Schickal. Machen wir. Dann machen wir aber hier. Wobei, der darf ja auch ruhig Wohngebiet machen, glaube ich, ne? Das ist schon okay. Hier auch. Und dann gerne auch auf der anderen Straßenseite. Aber. Bin kurz vorm Ende von Zelda, will auch noch ein paar Sidequests machen. 130 Stunden. Alles klar. Okay. Das ist crazy. 130 Stunden einfach. Wow. So. Ja, komm, hier geht auch noch. Aber nicht am Weg, wie gesagt, bitte. Ich möchte nicht, dass sie in den Weg ranbauen. Ich möchte die Wege hier gerne behalten. Zwei Fernkaffee von Donny McDuck. Was ist das Gegenteil einer schwangeren Frau? Ein toter Opa im Rucksack. Donny McDuck, danke schön für deine 2 Euro. Ich. Hä? Ich verstehe ich den jetzt nicht? Also. Ich verstehe den nicht. Donny McDuck, Liebe geht raus, aber trotzdem nicht. Dankeschön für deine 2 Euro. Dankeschön.